Jo Leute, heute ist für mich auch ein recht spannender Tag. Ich bin hier mal bei LWF vorbeigefahren. Die machen sozusagen den Vertrieb für Agrisem und dazu zählen dann unter anderem auch, wie hier zu sehen, Sly Boss Direktsaatmaschinen. Aber darum geht es heute nicht, denn heute schaue ich mir dieses tolle Gerät hier an zur Rapsaussaat, die Stripcat 2 Maschine. Scheinbar eine 12-reihige Maschine im 50er Reihenabstand, kommen wir auf 6 Meter. Hat hier einen aufgebauten Düngertank und dahinter von Grimme eine Matrix-Maschine, die uns hier den Raps in Einzelkorn platziert. Und der Janis, der haut jetzt nochmal Dünger rein, ne? Genau, wir wollen jetzt mal ein bisschen Dünger reinhauen. NPK haben wir jetzt hier, genau. 70, 80 Kilo, also genau, das ist der Dadurch, dass wir eben beim Strip-Tiller die Möglichkeit haben, Depot zu düngen, macht das auf jeden Fall Sinn, das mitzunehmen. Ja. Und dürfen wir auch von den Gesetzgebungen her. Von daher hat er einen guten Start und ein Einzelkorn macht er sich schön breit, dass wir eine schöne Pflanze da etablieren können. Ja, finde ich cool. Gehen wir noch mal kurz auf die Maschine ein. Wellscheibe vorneweg, die auch in der Tiefe gut geführt wird. Grundsätzlich sowieso über Luftbalke. Räumsterne, die uns organisches Material beiseite drücken für unser Hauptgerät. Wellscheiben als, wie soll ich sagen, seitliche Führung, die auch einstellbar sind und letztendlich entscheiden, wie breit nachher der Streifen wird. Und selbstverständlich dann nochmal eine Rückverfestigung. Gibt die Maschine im Dreipunkt oder wie hier im Rahmen, der jetzt über eine zusätzliche Achse hier geführt wird. Cool gelöst über relativ große Doppelbereifung und direkt darüber aufgebaut. Können dann viel Gewicht aufnehmen vom Tank, der auch sehr individuell darstellbar ist. Gibt es verschiedene Varianten und dann hinten dann ganz normal über einen Dreipunkt-Möglichkeit hier die Einzelkornmaschine einzuhängen. Was auf der Soil Evolution zu sehen war, war alternativ hier nochmal zusätzlich zwei Scheibeneinheiten. Alternativ auch eine Scheibeneinheit, um dann eben direkt hinter der Maschine hier auch sehen zu können, beispielsweise sogar Getreide. Was jetzt hier aus dem Düngetank kommt, wird verteilt und machen dann hier die Unterfußdüngung über den Zinken.
dass hier unsere Lufteinstellung eigentlich ziemlich simpel gemacht. Und was der Vorteil ist, eben, wir haben überall diese Luftbälge, wie es auch eben draufsteht, einmal fürs Element. Da haben wir jetzt so Standardeinstellungen, so 3 Bar tatsächlich, 2,5, 3 Bar. Bis 3,5, 4, sage ich mal, können wir gehen. Man soll es aber nicht übertreiben, das ist eigentlich dafür gedacht, dass das Element hauptsächlich halt schön arbeitet, nach oben und unten ausweichen kann. Die Steinsicherung machen wir hydraulisch. Da haben wir für jedes Char einzelnen Hydraulikzylinder mit einem Druckspeicher. Das heißt, wenn auch an einer Reihe der Stein kommt, dass nicht alle Reihen ausheben, sondern nur eben die eine. Dann eigentlich das wichtigste Element, die Räumsterne eben, die wir zentral beaufschlagen können, haben wir jetzt sogar hier relativ hoch, 5, 5,5 Bar, dass sie eben die Reihe sauber räumen. Aber das Gute ist eben mit dem Luftzylinder, was ich anders nicht hinbekomme, dass ich ihn super auf der Kontur führen lasse, dass ich eben das Stroh, was oben drauf liegt, einfach nur rauskämmen kann, aber nicht zu viel Erde in die Zwischenräume schmeiße, was ich ja nicht haben will, weil ich einen sauberen Streifen möglichst haben will, wo ich meinen Erosionsschutz habe. Genau, auch nicht so viele Erde in die Zwischenräume schmeißen will, um wieder Unkräuter oder Ausfallgetreide da zum Keim anzuregen, genau. Und zusätzlich eben noch den Packer, den ich hinten mit Druck beaufschlage, dass ich da die Furche vernünftig wieder ja, angedrückt kriege, genau. Zum Beispiel jetzt die Räumsterne einfach Minus oder Plus, wir sehen es hier, geht gleich wieder hoch. Nehmen wir einfach über einen roten Anschluss vom Schlepper oder zusätzlich, wenn wir ein reines Dreipunktgerät haben, wo wir zum Beispiel keinen roten Anschluss verbauen wollen, könnten wir auch sagen, dass der Rahmen als Drucktank dient. Da haben wir einen extra Anschluss, den können wir einmal pro Tag auffüllen, sag ich mal morgens, mit einem normalen Kompressor in der Werkstatt. Und dann reicht das eigentlich so für einen Tag, sag ich mal, reicht so die Einstellung. Aber normalerweise, wenn man die gefunden hat, braucht man da eigentlich nicht mehr viel verstellen normalerweise. Genau. Da einzustellen, unser Arbeitstief ist eigentlich relativ simpel. Einfach hier den Bolzen, den ziehen wir raus und dann können wir das wie so eine Garderobe, sag ich mal, in den Löchern, Lochraster hoch runter schieben und dann können wir da unsere Arbeitstiefe wählen. Was ist, sag ich mal, das Flachste, was man so fahren kann? Was ich würde sagen, so 5 cm würde schon, glaube ich, am Flachsten sein. Dann ist man schon fast Richtung Direktsaat, dass man genau sagt, man hat ein bisschen Feinerde erzeugt. Und genau. Ansonsten Wahlmöglichkeit wäre auch noch, was wir auch anbieten, statt den breiten Zinken auch noch bisschen schmalere Zinken. Oder auch eine Variante mit Doppelwellscheiben. Einfach wenn man jetzt sagt, man geht auf Herbstriptil, im Herbst tief lockern, da eine Zwischenfrucht reindrillen in dem Streifen und im Frühjahr dann nochmal mit solchen Scheiben nochmal einfach den Streifen nochmal einmal bearbeiten, dass er sich nochmal erwärmen kann, dass wir den schwarzen Boden oben drauf haben. Oder auch ein Gänsefußschar gibt es tatsächlich auch sogar. Genau. Nochmal die Aufhängung der Schare zeigen. Ist hier einfach nur aufgeschoben, mit dem Splint durch, fertig. Also leicht zu wechseln und hohe Standzeiten. Ja. Hier sieht man ja schon, hier wurde schon was bearbeitet mit der Sly-Boss Direktsaatmaschine, richtig? Die Idee oder unsere Überlegung war, wir haben hier eine Begleitsaat gedrillt, wo wir schon ganz gute Erfahrungen mit haben seit 2 Jahren. Die haben wir aber immer mit bei der Rapsaussaat in 1 gedrillt. Und die Überlegung war jetzt, das in Direktsaat sofort vorzudrillen, dass genau, die Begleitsaat schon mal einen kleinen Vorteil hat und sag mal mit dem Raps in den Zwischenräumen hoffentlich, dass es so klappt, eben mitwächst und wir eben, sag ich mal, den Raps einmal den Vorteil haben, dass die Begleitsaat schon mal massiger aufwächst, auch schon im Herbst, dass wir noch mehr Ablenkung gegenüber Airflow haben, was jetzt hier in der Region nicht ganz so schlimm ist, aber man hat trotzdem auf jeden Fall einen Effekt von der Ablenkung da, das war merkbar zu sehen. Mhm. Und eben, dass der Raps mit der Begleitsaat ein bisschen mitwächst, dass wir uns eventuell, wenn alles gut klappt, auch vielleicht ein Fungizid sparen über die übers Kürzen einfach nochmal. Ja. Das war so die Idee dabei. Müssen wir mal gucken, wie uns das gelingt, ob die Begleitsaat jetzt in den Zwischenräumen eben mit hochkommt. Und es war von der DSV? Von der DSV, die Brassica Pro, ja, haben wir jetzt 20 Kilo gedrillt, genau. Jetzt haben wir unseren Fronttank, den habe ich für die Straßenfahrt immer gesperrt, einfach auf on. Jetzt funktioniert wieder alles. Mach mein Gebläse an. Section Control von der Drillmaschine ist auch an. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass ich den richtigen Fahrgassenrhythmus habe. Da muss ich einmal für lang zählen.
Hier haben wir noch unsere Lenkung, das ist quasi wie eine Kartoffelruderlenkung, die ist nachgerüstet. Aha. Haben wir einmal Mittenfindung und können am Vorgewende eben mitlenken, weil das Gespann doch relativ lang ist, muss man sagen. Ja. Und dann auf Go macht er die Maschine runter. Und die Drehmaschine geht auch nachher nach ein paar Sekunden mit runter. Ja, super. Und da hat auch jemand nachgedacht bei den Reifen, ne? Die fahren genau, genau richtig. Neben der Strip-Reihe sozusagen. Genau, die laufen halt genau zwischen einer Reihe auf den Zwischendämmen, dass wir da keine Reihe kompaktieren, sag ich mal. Ja. Und auch wenn wir die Strohauflage haben und jetzt eben auch nur Direktsaat was gemacht, jetzt nicht vorgearbeitet, geht das Räumen von Räumer einfach am besten. Und wir arbeiten eigentlich auf den unbearbeiteten Streifen, fahren wir auch immer mit den Reifen, dass es auch schön überläuft und wir da keine Verdichtung oder sowas machen. Das ist eigentlich dieses Stroh oder auch bei Maisstroh kennt man es ja auch, ist eigentlich wie so ein Puffer, dass wir eben da schön bodenschonend arbeiten können. Ja, deswegen auch die Doppelbereifung eben, dass wir das Gewicht nochmal über die Arbeitsbreite ein bisschen besser verteilen können. Von hier kann man auch ganz gut sehen, hinten die Dosierer laufen, kann ich von hier eigentlich auch ganz schön einblicken. Und jetzt sieht man eben schön, man hat den Erosionsschutz auf dem Feld in den Zwischenräumen und trotzdem den Bearbeitungsteil eben gelockert, gekrümelt, super Saatbett erzeugt und da unsere Saat auch platziert mit den Unterfußdüngern. Ja, ansonsten haben wir ein 12-reihiges Gerät. Wie tief hast du jetzt den Zinken laufen? Circa auf 20 cm. Doch, ja. Und das Düngerband liegt auf 15 cm dann circa. Das ist immer so 4-5 cm Höhe von den Einleitungen. Kann man sich vorstellen, wir lockern auf 20 cm mit einer 6 Meter breiten Maschine. Genau, und 12 hier rein. Mit einem 724. Genau. Mit also 14, 1500 Touren. Ich sag mal, das ist so ein bisschen die Geschichte von 25 Jahren Mulchsaat auch. Jahrelang bei uns mit unserem Akkesem Cultiplo, immer Tiefenlockerung wurde immer vernünftig vollzogen, immer vor Zwischenfrucht und eben auch konsequenter Zwischenfruchteinsatz eben auch, dass wir den Boden immer nachhaltig auch lockern, das Bodenleben anregen, auch selber was zu tun. Genau. Das heißt, wenn du jetzt so fährst mit der Maschine, wo liegst du da vom Verbrauch auf dem Hektar? Verbrauch können wir mal gucken, das wird wahrscheinlich nicht genullt sein, haben wir jetzt hier so 6,3 Liter 5, pro Hektar. 5, 6, ja, das ist Wahnsinn, ne? Bei den Rüben im Frühjahr, nach der Zwischenfrucht ging es auch noch mal ein bisschen besser. Ja. Im Frühjahr, obwohl im Herbst, sag mal, ist die Gare ein bisschen besser, aber im Frühjahr, die Zwischenfrucht hat das schon mal vorgelockert. Und da auf 20 cm haben wir die Rübe eben mit dem Strip-Till-Verfahren einmal Lockerung, gedüngt, ausgesät mit 8 Liter Spritverbrauch pro Hektar. Und das ist für mich so das Spannende, wo man vielleicht noch hadert, voll auf Direktsaat zu gehen, aber man weiß, diese klassische Bodenbearbeitung, die kann es eigentlich auch nicht mehr sein bei dem bisschen Regen, was wir haben. Und da finde ich dieses Patent eigentlich unglaublich spannend. Von der Einstellung so abgesichert, man hat was gelockert, genau, wird gesagt, genau. Man hat ein Saatbett, wie du sagst. Ja, man hat halt immer so diesen Streifen, die Versicherung, wo eben die Kulturpflanze drin wachsen kann, aber trotzdem eben möglichst Wasser konserviert. Man tut trotzdem was für den Bodenaufbau. Ja. Genau. Und man sieht ja auch, es staubt relativ wenig. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier Unmengen an Wasser hatten in der letzten Zeit, muss ich mal sagen. Nee, nicht viel, nicht viel. So, gucken wir uns das Ganze mal hier im Feld an. Ich habe dazu schon mal eine Reihe aufgekratzt. Hier ein Rapskorn und hier ist so gute 2 cm tief abgelegt. Das ist eigentlich kein Problem. Haben sogar noch ein bisschen feuchten Boden hier, muss ich feststellen. Ist ein Ticken besser als bei uns der Boden, so vom Gefühl her. Hieß ja auch so 40 Bodenpunkte. Und was man aber auch merkt hier, die haben auch durchaus Steine von bis. Ja, und ansonsten ist das natürlich so, wie ich mir das auch vorstellen könnte, dass man wirklich einen sauberen Streifen hat, der sich gut erwärmen kann, wo ideale Saatbettbedingungen auch für so eine Rapspflanze oder welche Pflanzen auch immer man sehen möchte, dann bestehen. Da sind wir ungefähr bei einem Drittel. Ne? Also wir machen da, wo wir es brauchen, haben wir unsere typischen Bedingungen, so wie wir es ackerbaulich kennen, gelockert, fein krümeliges Saatbett, Boden kann sich schneller erwärmen, alles schön sauber in dem Bereich. Und daneben haben wir halt Bedingungen, wie man es vielleicht von der Direktsaat kennt, wo eben komplette Mulchauflage drauf ist und auch keine Lockerung, kein Eingriff ins Bodengefüge.
Und das ist, denke ich, schon ein ziemlich cooler Schritt, um vielleicht nicht gleich einen großen Schritt auf die Direktsaat zuzugehen, wo man auch hier und da mal eher auf die Nase fallen kann, sondern dass man da wirklich so einen Zwischenschritt hat. Vor allem, wenn die Maschine dann auch so vielseitig ist. Es gibt unzählige Möglichkeiten, auch mit Fronttank, Doppeltank hinten dran und Flüssigdüngung, Einspritzung in den Lockerungsstreifen, Einspritzung ins Saatband, hinten übers Dreipunkt eine zusätzliche Einzelkolbenmaschine anzubringen. Letztens waren ja auch die Kollegen von Novak da, die haben einen Reihenabstand von 25 cm gehabt und ich sage es da nicht ein bisschen viel. Na ja, überleg mal, die Weltrekorde, die werden auch mit 25 cm Reihenabstand gefahren. Also ist wirklich die Frage, ob das vielleicht nicht ausreichend ist. Und dann hast du eben eine voll einsatzfähige Maschine und könntest mit der Strip Cat 2 hier, so wie sie da steht, wirklich sagen, fahr Getreide damit. Und in Einzelkorn mache ich meinen Mais, Sonnenblume, Raps und bin in jeder Kultur in der Lage, mit Unterfußdüngung oder sonstigen Geschichten auf direkt Einfluss zu nehmen mit Depotwirkung auf Pflanzenwachstum. Also so, da sind wir auch schon am Ende von Video und also ich finde es eine super spannende Maschine. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch andere Varianten wie die Sly Boss als Direktsaat-Variante und wenn immer da irgendwo Interesse besteht, dann weiß der Janis wo. Wenn irgendwie Fragen Richtung der Sly Boss Direktsaat oder auch eben unserer Striptail-Variante hier sind, Website www.lwf-aquatech.de. Da findet ihr auch eigentlich alle Sachen wie Telefonnummer und sowas. Einfach telefonisch oder per E-Mail melden. Und ansonsten auch gerne auf Instagram mal uns verfolgen, auch lwf-aquatech, da mal gucken. Da begleiten wir eigentlich auch alle Versuche, die wir hier auf unserer Farm so ein bisschen machen und oder auch bei Kundenerfahrungen, wie auch immer, versuchen wir das alles zu begleiten. Genau. Richtig. Und eine Abschlussfrage noch, jetzt hängt hinten eine geringe Technik dran, das soll genau eigentlich nicht so sein, beziehungsweise... Ja. Ich sag mal so, das war jetzt die Maschine, die gut zur Verfügung stand, weil wir eben auch Rüben in der Fruchtfolge haben, dass wir sagen, wir wollen in Einzelkorn das ablegen und auch vernünftige Ablage haben. Plan war eigentlich von uns hausgemacht, unseren Sly Planter zu nehmen, zusammen mit Precision Planting. So erstmal ging es auch, haben wir mit der Firma Grimme zusammen gelöst, dass wir auch vernünftig Raps drillen können. Wir sind auf die Aufgänge gespannt und sehen, was die Zukunft bringt. Genau. Cool. Genau. Danke auch.